Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir diskutieren hier einen Antrag von der SPD und den Grünen, der den Alkoholverkauf an Jugendlichen stärker ahnden will. Alkohol, insbesondere in größeren Mengen, ist eine starke Droge, auch wenn sie legal zu erwerben ist. Es darf nicht sein, dass ein 13-Jähriger in einem Geschäft 3 Flaschen Korn kaufen kann, nur weil das gut fürs Geschäft ist. Das hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo wir den Willen zum Umsatz eines jeden Geschäftsmanns einen Strich durch die Rechnung machen können und müssen. Und ich sage leider, denn eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass Jugendliche nicht einfach so starke Drogen verkauft werden. Die Realität sieht anders aus. Wenn es nur möglich ist, die Geschäftsleute zur Vernunft zu bringen, indem ihnen beim Verstoß empfindliche Geldstrafen auferlegt werden, dann ist das schade, aber anscheinend notwendig. Was aber allen klar sein sollte, die Probleme, dass Jugendliche Alkohol in viel zu hohen Mengen verzehren, werden wir so nicht in den Griff bekommen. Da wird es immer jemanden geben, der schon 18 ist, der mal eben schnell den Stoff besorgt. Dies ist also ausschließlich ein Antrag, der den Profit mit solchen Verkäufen bestrafen will, aber nicht die Probleme, die eigentlich dringend sind, behandelt. Jugendschutz ist auch, wenn man junge Menschen nicht massenweise in Armut, also Hartz IV, aufwachsen lässt. Armut und ein Mangel an Ausbildungsplätzen sind Garanten für eine aufkommende Perspektivlosigkeit, die sowohl als eine der Hauptgründe für das sogenannte Komasaufen darstellt. Wer hier Bildung kürzt, Sozialarbeiter nicht in auslegenden Zahl einsetzt, wer Jugendclubs nicht ausreichend fördert, sondern kontinuierlich zusammenstreicht, der braucht sich über die Folgen nicht zu wundern. Liebe SPD und Grüne, ich habe Verständnis für euer Bedürfnis, die Geschäfte mit dem Verkauf von Alkohol an Kinder zu unterbinden und stimme deshalb dem Antrag zu. Ich will Sie aber darauf aufmerksam machen, dass Sie, solange Sie tolerieren und fördern, dass 40% Bremer Kinder in Armut aufwachsen, sehr viel dazu beitragen, dass sich an dem, was Sie eigentlich hier gerade ändern wollen, nämlich übermäßiger Drogenmissbrauch bei Jugendlichen, überhaupt gar nichts ändern wird, solange Sie die Bremer Kinder mit ihrer Armut alleine lassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner, Kollege Hinaus, CDU.